Hallo und herzlich willkommen zu der von euch gewünschten Buchrezension. Ihr habt diesmal abgestimmt, beide vorgeschlagene Rezensionsoptionen in Anspruch nehmen zu wollen. Ja, und mir da einen ziemlichen Brocken hingeschmissen. Heute der erste Teil, die drei Bücher des Tim Chimoy. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Welche da wir haben? Das Handbuch für ortsunabhängiges Arbeiten, das I Love Mondays und das Buch Freelancing. Ich habe alle drei Bücher durchgelesen und möchte einerseits auf die generellen negativen wie auch die positiven Aspekte von Tims Büchern eingehen und dann auch die Unterschiede der einzelnen Bücher aus meiner Sicht darstellen. Generell vielleicht etwas zur Einstimmung. Vielleicht zu Tim selber, zu seiner Persönlichkeit. Das ist ein Mensch, der ausgehend von seiner Reiselust und dem Wunsch selbstständig zu arbeiten, dieses wirklich konsequent und auch zielstrebig umgesetzt hat. Dabei naturgegeben aus Konditionierung aussteigen musste und mit Mut zum Risiko und auch einer gehörigen Portion Optimismus, die dazugehört, nun wirklich den Traum vieler Menschen lebt. Potenziell ortsunabhängig, also die Möglichkeit haben, ortsunabhängig zu arbeiten und frei einfach zu sein. Alle seine drei Bücher enthalten mehr oder weniger starke persönliche Anekdoten und sind daher nach meinem Empfinden auch viel wertvoller als irgendwelche anonymisierten 10 Regeln für das erfolgreiche Online-Business oder sowas. Ne? Er zeigt auch auf, was er an Rückschlägen und an Krisen zu meistern hatte und er weist auch ganz deutlich darauf hin, dass eine Selbstständigkeit nicht für jeden geeignet ist. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte das ja auch schon mal in einem Video selber gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich finde, verlinke ich euch das oben in den Infokarten. In seinen Büchern ist auch dank der kostenlosen Updates für die E-Book-Varianten, das ist das Tolle an den E-Book-Sachen, auch so eine gewisse Sichtweisenänderung auf das Thema Geld zu finden, was ich sehr, sehr interessant finde. Während er früher einfach nur ortsunabhängig und frei arbeiten wollte und er auch Arbeiten gemacht hat, die nicht zu 100% seinen Gefallen fanden, sogar moralisch verwerflich waren, habe ich den Eindruck, dass er nun auch langsam an dem Punkt kommt, wo meiner Meinung nach jeder Mensch mit einem gewissen Grundintellekt irgendwo hinkommt, der genug Geld verdient hat, sodass er plötzlich nicht mehr das Geld, sondern der Arbeit den größeren Fokus einräumt. Aber ich mache euch nichts vor, wenn ich sage, dass das Geldstreben und die damit verbundene Unabhängigkeit in den drei Büchern immer noch einen viel, viel stärkeren Fokus in den Büchern hat, als eine tiefe, bescheidene Zufriedenheit, die einen viel umfassender ausfüllt als ein Leben, wo es immer nur nach mehr, höher, weiter und besser geht. Auch macht Tim meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Fehler in seinem Buch, indem er Freizeit und Arbeitszeit wirklich konsequent voneinander trennt. Alles ist Lebenszeit. Und mit der Trennung in Arbeit und Freizeit schafft man künstliche Präferenzsysteme, die einem das eigene Leben in gut und in schlecht unterteilen lernen. Diese Bücher sind also, um es auf den Punkt zu bringen, wenig dafür geeignet, eine tiefere Einsicht in das Leben zu bringen. Aber das ist auch nicht, das muss man sagen, ist auch nicht der Anspruch von Tim. Aber warum sage ich das trotzdem? Weil es mir einfach wichtig ist. Und mir ist auch bewusst, dass man Erfahrung sammeln muss, um Erkenntnisse wirklich auch anzunehmen. Und da bin ich wieder auf einer Linie mit dem Tim. Für ihn sind die Erfahrungen und Erfahrungen zu sammeln auch ein treibendes und ein sehr, sehr wichtiges Element. Und entsprechend scheint nun auch eine etwas weisere und reifere Betrachtung des Lebens als solches in seinen Werken so ein bisschen durch. Aber wofür die Bücher wirklich sehr gut geeignet sind, das sind junge Menschen, die noch wenig Erfahrung haben, Menschen, die sich ausprobieren wollen und noch ein wenig Literatur zum Thema Online-Business und digitales Nomadentum sich sozusagen einverleiben wollen. Und da eben auf praktische Hinweise und generelle Ratschläge von einer Person, die es bereits geschafft hat, auch angewiesen sind. Ich sage euch ja immer wieder, Leute, werdet schnell reich, um zu erkennen, dass Reichtum nicht Zufriedenheit bedeutet. Werdet bloß nicht langsam reich und verbringt damit euer ganzes Leben. Werdet schnell reich. Ein Online-Business hat aufgrund der unglaublich großen Multiplikatoreffekte einfach ein viel höheres Potenzial, schnell zu Reichtum zu gelangen. Dies stellt Tim in seinen Büchern auch eindrucksvoll dar. Wie schon erwähnt, er reizt nicht mit praktischen Hinweisen, wie man ein Business ganz konkret gestalten kann und stellt unterschiedliche Geschäftskonzepte vor, wie man online und unabhängig sein Geld verdienen kann. Und die gehen weit über das, was wir vielleicht so damit assoziieren, über das Bloggen und über das Vloggen hinaus. Vom Einkauf und Branding realer Produkte aus Asien inklusive des dazugehörigen Workflows bis hin zur Freelancer-Tätigkeit eines erlernten Berufes sind sehr, sehr viele Inspirationen in diesen Büchern enthalten. Und selbst wenn man selber kein Online-Business aufmachen möchte,
gibt das Buch sehr, sehr interessante Einblicke, um sich auch als Kunde, der sich einer nie zuvor dagewesenen Vielfalt an Online-Produkten gegenübersteht, die Möglichkeit, sich besser zurechtzufinden und billige Betrüger von seriösen Unternehmen abgrenzen zu können. Auch dafür sind die Bücher wirklich sehr gut geeignet. Auch sind viele der Tipps gut geeignet, um das Online-Business als Nebenjob zu starten und weil sie relativ investitionsarm sind. Auch schließt ein ortsunabhängiges Arbeiten nicht die Option aus, dass man nur an einem Ort arbeitet. Man hat eben nur die Option, auch woanders arbeiten zu können. Und das ist eine gewisse geistige Freiheit. Und das ist ein Lebensgefühl. Und deswegen macht es das auch oft so reizvoll, auch wenn man am selben Ort ist. Alles in allem sind die Bücher ja nicht nur aus Gründen und Chaka, du kannst es schaffen, sozusagen wirklich empfehlenswert, sondern sie liefern halt wirklich auch praktische und eben auch, und das finde ich sehr, sehr wichtig, kritische Hinweise zur Selbstständigkeit, zum Online-Business. Ne? Man hat wirklich das Gefühl, dass man hier von einem auf dem Geld verdienen streben erfahrenen Menschen quasi an die Hand genommen wird und man realistisch an die Thematik herangeführt wird. Wo besteht denn nur der Unterschied zwischen den drei Büchern und kann ich diese alle bedenkenlos empfehlen und wie bewerte ich diese? Generell kann man das Handbuch für ortsunabhängiges Arbeiten und das I Love Mondays schon thematisch in einen Topf werfen und als Zielgruppe die Neueinsteiger in eine Selbstständigkeit beschreiben. Während das Handbuch für ortsunabhängiges Arbeiten etwas, ich würde sagen, kompletter und etwas umfassender wirkt, beschreibt das I Love Mondays Buch ja, verschiedene Aspekte tiefer und wirkt durch die Praxisbeispiele dann eher so ein Tick inspirierender und motivierender. Und man merkt auch, weil es etwas später von Tim geschrieben wurde, das I Love Mondays, dass da schon erste Ansätze einer gewissen geistigen Reife, was das Leben an sich angeht, mit inkludiert sind. Und das macht das Buch halt auf einer geistigen Ebene ein bisschen anspruchsvoll, aber mehr Fakten gibt es beim Handbuch für ortsunabhängiges Arbeiten. Aber auch in dem Buch I Love Mondays spricht er immer noch von dieser Work-Life-Balance und entsprechend bleibt das Buch dem recht kommerziell ausgerichteten Grundtenor treu. Hier geht es nicht um wirkliche Selbstverwirklichung, wie der Titel des Buches verspricht, sondern tatsächlich nur die Verwirklichung von Träumen, die weniger dem Selbst als einer Konditionierung entsprechen. Aber wie schon erwähnt, hat das durchaus einen gewissen Sinn, dieses dann wirklich auch gerade in jungen Jahren trotzdem zu durchleben. Denn nur die wenigsten, wirklich die allerwenigsten können aus der Erfahrung von anderen Menschen lernen, sondern sie müssen ihre eigenen Fehler machen. Und diese Fehler schnell machen zu können, dafür sind die ersten beiden Bücher aufgrund der erhöhten Lernkurve durch Vermeidung von Anfängerfehlern, die beiden Bücher von Tim sehr, sehr gut geeignet. Das dritte Buch Freelancing ist meinem Empfinden schon ein krasser Unterschied, was die Ausrichtung auf die Zielgruppe angeht. Hier wird der Anfänger zwar durchaus interessante Aspekte vorfinden, wie so ein Freelancer sein Business immer weiter automatisieren kann und die unterschiedlichen Märkte aufgrund von Netzwerkbildung viel produktiver bedienen kann. Aber hier sollten meiner Meinung nach wirklich nur die Menschen zuschlagen und das Buch kaufen, die bereits schon ein Business am Laufen haben und idealerweise auch schon ein erfolgreiches Business, ein erfolgreiches Produkt irgendwo am Laufen haben und die einfach ihre Arbeitszeit reduzieren wollen. Auf jeden Fall ist das, dieses Freelancing, ein richtiges Praxisbuch. Alles in allem ist Tim in vielen der konkreten Ansichten im Alltag recht ähnlich zu meinen und ich habe den Eindruck, wenn Tim noch ein paar Jahre älter ist und er noch etwas mehr das Leben ganzheitlich begreift, könnten wir wahrscheinlich Zwillingsbrüder sein. Von der Seite her und auch dem Fakt, dass die Bücher sehr, sehr preiswert sind, die E-Books sind sogar kostenlos bei diesem Kindle Unlimited oder sowas, da kosten die gar nichts, da kann ich auf jeden Fall schon eine Empfehlung aussprechen. Aber für 5 Sterne fehlt mir eben dann doch noch die noch kritischere Betrachtung des Geldstrebens und der Aspekt, dass man ein Laufrad quasi gegen ein anderes austauscht oder dass die Gefahr besteht. Es scheint immer wieder durch, aber es ist viel zu dezent gehalten. Natürlich ist es schwer ökonomisch zu realisieren, dass man in einem Motivationsbuch ständig ganzheitlich denkt, da kritische Gedanken ja immer auch ein bisschen die Motivation hemmen. Aber ich finde diesen Punkt eben wirklich so wichtig,
dass ich eben, dass es dazu führt, dass ich ja, für seine Werke 4 statt 5 Sterne vergebe. Aber wer einen Arschtritt braucht, die Motivationskeule und sich mal, ja, dass ich einfach mal selbstständig machen will und dafür wirklich die Inspiration braucht und auch das praktische Know-how in relativ komprimierter Form und in einer wirklich sehr, sehr angenehmen Schreibweise, die, denke ich, auch meiner in meinem Buch Vegane Welt mit wenig Geld entspricht, also sehr persönlich und sehr so einfach mal hingerotzt, da macht er mit Sicherheit nichts falsch mit den Büchern von Tim. Die Links zu den Büchern, die findet ihr, wie gesagt, unten in der Infobox. Ob ihr ein E-Book oder ein normales Buch wählt, das bleibt natürlich euch überlassen. Wenn ihr aber die ökologischen Aspekte mit einfließen lassen wollt, dann empfehle ich euch noch mein entsprechendes Video zum Vergleich der Ökobilanz von E-Book zu einem traditionellen Buch. So, ich hoffe, ich konnte euch informieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen und wir sehen uns dann zu dem zweiten Wälzer, den ihr mir aufgebockt habt. 700 Seiten Chemie und vielleicht in 3 Jahren dann zur nächsten Buchrezension. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.